Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa afdalu salati wa tamu at-taslim, ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ich heiße euch erstmal willkommen. Wie ihr wisst, werden wir heute inshallah beginnen mit den Al-Arba'un al-Nawawiyyah, den 40 Ahadith. Eigentlich sind das 42, man rundet das aber ab auf die 40. Es war eigentlich geplant, dass wir die Zawaid von Ibn Rajab hinzufügen. Die Zawaid von Ibn Rajab, der Sharih, der dieses Buch erklärt hat, in seinem bekannten Buch Al-Jami' al-Ulum al-Hikam. Er hat das noch etwas erweitert, ca. 50 Ahadith daraus gemacht, aber ich weiß nicht, ob wir mit den 42 fertig werden. Das heißt, wir wollen es versuchen, 42 Ahadith in diesen 3 Tagen durchzugehen. Es muss aber nicht sein, dass wir das schaffen. Sollten wir das nicht schaffen, dann werden wir nach einer anderen Lösung schauen, dass wir vielleicht Unterrichte hinzufügen oder dass es online gemacht wird, um diese 42 durchzubekommen. Hier sind einige Punkte noch, die ich erwähnen möchte, bevor wir anfangen, in Bezug auf Fragen oder Einwände gegen etwas, was gesagt wird, das sollte nicht während der Ansprache geschehen. Ihr könnt euch Notizen machen oder auf Zettel etwas aufschreiben und nach dem Dars kann man sich das dann anschauen. Die zweite Sache ist, es besteht eine Möglichkeit, wer eine Ijazah in diesen Al-Arba'un al-Nawawiyyah möchte, das heißt einen Sanad bis zum Verfasser, der sollen mir diese 40 oder 42 Ahadith auf Arabisch auswendig vortragen. Er sollte das aber auch verstehen. Und dann ist möglich, dass eine Ijazah ausgestellt wird. Eine Ijazah zur Riwaya, zur Überlieferung dieses Textes. Wer eine Ijazah in der Diraya möchte, das heißt eine Ijazah zur Unterrichtung, der muss einen Test machen. Also das heißt, das kann man dann mit mir später absprechen. Und dann ist das möglich, dass man derartiges macht. Diese Erklärung basiert zum großen Teil, also das, was ich sagen werde, wird größtenteils auf den Scharh von Ibn Rajab basieren. Jami' al-Ulum al-Hikam. Schließt aber nicht aus, dass ich Sachen von hier und da noch hinzufüge. Dann wollen wir mal beginnen mit dem ersten Hadith, und zwar der Hadith von Umar. Das ist der Hadith über die Absichten. Innamal a'malu bin niyat. Das ist der erste Hadith in diesem Buch und in vielen anderen Sammelwerken. Es wird empfohlen, wie es Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah sagte, welcher im Jahr 198 nach der Hijra gestorben ist. Er sagte, jeder, der ein Buch verfasst, der sollte es mit diesem Hadith eröffnen. Innamal a'mal bin niyat. Und das haben die immer tatsächlich auch gemacht. Al-Imam al-Bukhari hat in seinem Al-Jami al-Sahih, er hat das Buch mit diesem Hadith begonnen. Obwohl man keine bestimmte Relation zum Kapitel sieht. Das erste Kapitel im Sahih Bukhari, wisst ihr, wie das lautet? Noch eine andere Sache, wenn ich eine Frage stelle, dann könnt ihr natürlich dazwischen reden. Das ist ja dann gefordert. Das erste Kapitel im Sahih al-Bukhari. Das Buch Kitabu Bad'il Wahi. Das Buch über den Anfang der Offenbarung. So heißt das erste Kapitel in seinem Buch. Und dieses Kapitel beginnt mit dem Hadith Innamal a'malu bin niyat. Die Taten sind entsprechend der oder bemessen sich entsprechend der Absichten. Wenn man das so betrachtet, sieht man keinen großen Zusammenhang, oder? Was hat der Wahi, die Offenbarung oder Beginn der Offenbarung mit den Absichten zu tun? Sie sagen, die Shurrah, dass er das damit begonnen hat, mit diesem Hadith, um den Leser und auch sich selbst, den Schreiber und Verfasser, daran zu erinnern, die Absicht zu läutern,
seine Absicht zu läutern und korrigieren, bevor er mit einer Handlung beginnt, besonders das Lehren oder Lernen des Wissens. Auch Imam Muslim hat diesen Hadith erwähnt, aber nicht am Anfang. Al-Bukhari hat diesen Hadith an mehreren Stellen im Sahih Bukhari erwähnt. 6 oder 7 Stellen. Und das einfach aus dem Grund, dass dieser Hadith, wie es Al-Imam Shafi'i sagte, er sagte, هذا الحديث يدخل في ثلث أبواب العلم. Dieser Hadith findet Anwendung in einem Drittel des Ilm. Ein Drittel des Ilm. Also man kann sagen, dieser Hadith stellt ein Drittel des Ilm dar. Und daher sagte auch, er sagte auch in einer anderen Aussage, er sagte, هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. Dieser Hadith findet Anwendung in 70 Themenbereichen des Fiqh. In 70 Themenbereichen des Fiqh. Al-Bayhaqi, welcher auch einer der Schafi'iyah ist, einer der früheren Schafi'iyah, er ist nämlich im Jahr 448 nach der Hijra gestorben. In demselben Jahr ist auch Al-Farra, Al-Qadi Al-Farra gestorben. Al-Qadi Al-Farra ist ein hanbalitischer Rechtsgelehrter. Wenn die Hanabila in ihren Büchern sagen, Al-Qadi hat gesagt, Al-Qadi, einfach nur so, Al-Qadi. Es gibt mehrere Menschen, die Al-Qadi genannt werden. Al-Qadi Iyad, Al-Qadi Abu Ya'la, Al-Qadi Al-Farra. Wenn die Hanabila aber sagen, Al-Qadi, dann ist damit Al-Farra gemeint. Er ist auch im gleichen Jahr wie Al-Bayhaqi gestorben, im Jahr 448 nach der Hijra. Al-Bayhaqi sagte zu der Aussage von Al-Shafi'i, dieser Hadith findet Anwendung in einem Drittel des Ilm. Er sagte, das wird damit begründet, dass der Din ausgelebt wird, entweder durch das Herz oder durch körperliche Taten oder durch Aussagen. Und die Nia betrifft das Herz. Aus dieser Hinsicht ist es ein Drittel des Al-Ilm. Was wir zu den Al-Arba'un an-Nawawiyyah wissen sollten, das sind tatsächlich auserlesene Hadith. Das heißt, er hat nicht einfach willkürlich irgendwelche Hadith zusammengestellt, über die er gerade gestolpert ist. Das sind willkürlich, bewusst auserwählte und auserlesene Texte. Und er hat jene Hadith hier zusammengestellt in diesen Al-Arba'un, die allgemeine Anwendung in der Scharia haben oder einen sehr großen, umfangreichen Inhalt. Oder sie stellen, aus ihnen leitet man allgemeine, universelle Prinzipien und Maximen der Scharia ab. Deswegen sagten sie, du wirst zum Beispiel sehen, dass Abu Dawud, der Verfasser der Sunan, Abu Dawud al-Sijistani, er sagte, Usul al-Hadith fi kulli fan arba'a. Die grundlegenden Ahadith in jeder Wissenschaft sind 4. Er nannte da den Hadith Innama al-A'mal bin Niyat und du siehst, der ist auch hier erhältlich in der Al-Arba'un an-Nawawiyyah. Er nannte den Hadith Al-Halal ubayyin wal-Haram ubayyin wa baynahuma mushtabihat. Der Halal ist offensichtlich, das was Halal ist, ist offensichtlich und was Haram ist, ist offensichtlich und dazwischen liegen zweifelhafte Dinge. Hat er auch erwähnt. Der Hadith Izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fima bi aydin nas yuhibbaka an-nas. Sei enthaltsam in der Dunya, Allah wird dich lieben. Sei enthaltsam, enthalte dich dem, was in den Händen der Menschen ist. Die Menschen werden dich lieben, ist auch erwähnt. Und der Hadith, ich glaube, den 4. den er nannte, war man ahdatha fi amrina hada. Hadith Aisha, wer in unserer Sache etwas einführt, das nicht dazu gehört. All diese 4 Hadith sind in der Al-Arba'un an-Nawawiyyah erwähnt. Das heißt,
Die Texte, die hier erwähnt sind in diesem Text, das sind auserlesene, äußerst wichtige Hadith. Tayyib, beginnen wir mit dem Hadith von Umar. Eingangs muss man festhalten, dass es sich bei diesem Hadith, innamal a'mal bin niyat, das ist ein Hadith, den jeder kennt. Dieser Hadith ist hinsichtlich seines Anfangs zu den Ahad-Texten zu zählen. Ihr habt schon mal was gehört von Ahad und Mutawatir? Ahad-Texte, das sind solche, die nur vereinzelt überliefert werden. Der Sanad hat mehrere Tabakat, das heißt, jede Generation der Überlieferer zählt man als eine Tabaka. Die Sahaba sind eine Tabaka, danach kommen die Tabi'un, die Atba'ut-Tabi'in, danach ihre Talamid. Wenn ein Hadith irgendwo in dieser Reihe nur vereinzelt überliefert wird, das heißt 1, 2, 3 oder 4 haben ihn überliefert, dann handelt es sich um einen Ahad-Text. Sollte die Anzahl der Überlieferer in jeder Generation Unmengen darstellen, sodass dass Fehler oder absichtliches Lügen ausgeschlossen wird, dann nennt man das Mutawatir. Dieser Hadith ist im Grunde genommen am Anfang des Sanad, dann meinen wir die Stelle, die bei den Sahaba beginnt. Sie ist dort Ahad. Irgendwann später vermehrt sich die Überlieferung des Hadith. Nach Yahya ibn Sa'id haben es Hunderte überliefert. Ein Großteil davon waren A'imma. Aber vor Yahya ibn Sa'id waren es nur vereinzelte Überlieferer. Yahya ibn Sa'id hat es alleine überliefert. Waqqas hat es alleine überliefert, Al-Qama. Umar ibn Khattab ist der Einzige, der diesen Hadith überliefert. Erst nach Yahya ibn Sa'id wurde die Überlieferung dieses Hadith deutlich vermehrt. Aber dennoch schadet es nicht diesem Text, denn die A'imma sind sich einig darüber, dass dieser Text authentisch ist und Anwendung findet. Und da gibt es etwas, das nennt sich At-Talaqqi bil-Qabul. At-Talaqqi bil-Qabul. Wenn ein Text bei den A'imma Akzeptanz findet, das heißt, wenn wir von den A'imma reden, reden wir nicht von vereinzelten Personen, er findet Akzeptanz bei der Allgemeinheit der A'imma. Sie erwähnen ihn in ihren Büchern, erklären ihn, leiten aus ihm Ahkam ab. Und nicht nur vereinzelt, sondern die Gesamtheit tut das. Das ist etwas, was die A'imma wie Ahmad etwas At-Tawatur al-Amali nennen. At-Tawatur al-Amali ist eine Form des Mutawatir, auch wenn es hinsichtlich des Isnad nur vereinzelte Texte sind. طيب. Jetzt wollen wir uns einmal den Hadith hier anschauen. Der Prophet sallallahu alaihi sagte, innamal a'malu bin niyat, Mehrzahl. In einer anderen Überlieferung heißt es bin niyah, in der Einzahl. Wa innama li kulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Der Hadith bei Bukhari Muslim überliefert. Lesen einmal die Übersetzung davon. Er sagt, Umar ibn al-Khattab sagt, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, die Handlungen bemessen sich nur nach den Intentionen. Und jedem Mann kommt nur das zu, was seiner Absicht, Intention entspricht. Wessen Auswanderung also auf Allah und seinen Gesandten gerichtet ist, das heißt, um ihretwillen geschieht, dessen Auswanderung gilt als auf Allah und seinen Gesandten gerichtet. Wessen Auswanderung aber auf das Diesseits gerichtet ist, damit er in ihm einen Gewinn habe, oder auf eine Frau,
damit er sie heirate, dessen Auswanderung gilt, als auf das gerichtet, weswegen er ausgewandert ist. Dann sagt er hier weiter, dies berichten die beiden Imame, der Hadith-Gelehrten Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughira ibn Bardizba al-Bukhari al-Ju'fi. Bardizba, man hört schon raus, oder? Ursprung des Namens. Arabisch Ursprung? Hm? Bardizba ist nicht arabischen Ursprungs. Khurasan, aus Al-Khurasan. Der Urvater von Al-Bukhari war ein Majus, auch ein Majus. Und man nennt ihn Al-Ju'fi, das ist eine arabische Nisba, nicht weil einer seiner Urväter arabisch war, sondern weil er durch einen arabischen Gouverneur, der dieser Familie den Islam angenommen hatte, und deswegen hat man ihn Al-Ju'fi genannt. Al-Bukhari ist übrigens im Jahr 256 nach Hijra gestorben. 256 nach der Hijra. Und dann sagt er, und Abu al-Hussein, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi. In ihren beiden Sahih-Werken den zuverlässigsten der Hadith-Bücher. Naysaburi. Naysabur ist wo? Nein, auch in Khurasan, ist eine der großen Ortschaften in Khurasan gewesen. Ich glaube, das ist im heutigen Iran, oder nicht? Naysabur. Die nennen das aber, wie nennt man das im Deutschen? Nishapur oder so. Richtig? Nishapur, glaube ich. Naja, wie dem auch sei, beginnen wir mit dem Begriff Innama. Dieses Wort Innama, die Taten, die Handlungen entsprechen den Absichten. Das Wort Innama ist eines der Begriffe, die man Hurufu oder Adawatul Hasri wal Qasr bezeichnet. Das heißt Begriffe der Einschränkung. Begriffe der Einschränkung und Begrenzung. Das heißt, damit wird etwas begrenzt. Wenn ich zum Beispiel sage, innamal alimu Zaydun, ist das anders, als wenn ich sage, al-alimu Zayd. Al-alimu Zayd, der Alim ist Zayd. Wenn ich davor innama sitze, innamal alimu Zayd, dann heißt es sozusagen, dann begrenzt sich das Alim-Sein auf die Person Zayd, wird auf ihn begrenzt. Das nennt man, das ist die Funktion des Begriffes Innama. Also es ist eine Form der Bekräftigung, beinhaltet aber auch etwas wie eine Verneinung. Was ist hier dann gemeint damit? Innama al-a'malu binniyat. Die Handlungen sind nur mit den Absichten. So könnte man das Wort wörtlich übersetzen. Innamal a'mal bin niyat. Die Handlungen sind nur mit den Absichten. Was bedeutet das? Heißt das, die Handlungen sind nur gültig mit Absichten? Oder heißt das, die Handlungen entstehen nur mit Absichten? Oder bedeutet es, die Handlungen, die Vollkommenheit der Handlung bemisst sich an den Absichten? Oder heißt es, man wird nur entsprechend der Absicht belohnt? Das sind alles Aussagen, die die A'imma über diesen Hadith getroffen haben. Woher rühren diese ganzen verschiedenen Ausführungen? Manche davon haben keine großen inhaltlichen Unterschiede, einige davon aber schon. Wenn ich sage, die Vollkommenheit der Handlungen bemisst sich an den Absichten, ist das eine andere Aussage, als wenn ich sage, die Gültigkeit der Handlungen ist abhängig von den Absichten. Richtig? Das sind zwei verschiedene Schubfahrer. Deswegen hat ein Jama'a der Ahlul Ilm, der Fuqaha vom Irak, es war in der Auffassung, dass die Absichten, zumindest in einigen Handlungen, wie der Tahara, dem Wudu und dem Ghusl und derartiges, dass die Absicht hier keine Bedingung für die
Akzeptanz und die Gültigkeit der Handlung ist. Der Hadith ist doch offensichtlich, oder? Ist der Hadith nicht offensichtlich, eindeutig klar? Was sagt ihr? Ja? Ja, das ist er nicht. Das ist er nicht. Warum? Weil hier die Aussage, Al-A'mal bin-Niyat. Dieses Wort bin-Niyat erfordert, hier gibt es einen Begriff, der nicht erwähnt wird im Text. Den muss man sich hindenken. Den muss man sich hindenken. Warum das so ist, können wir jetzt nicht erklären. Das hat etwas mit der Grammatik zu tun. Und dieses hingedachte Wort ist entweder Al-Wujud, yani Al-A'mal Ka'ina bin-Niyat, die Taten bestehen nur durch Absichten, das heißt, solange keine Absicht besteht, kann eine Tat nicht existieren, oder das hingedachte Wort ist Al-Kamal, das heißt, Al-A'mal Kamilatun bin-Niyat, die Taten vervollkommnen durch die Absichten. Die Hanafier sind der Auffassung, dass die Bedeutung hier der Kamal ist. Also die Taten vervollkommnen sich durch die Absichten. Die Jumhur der Ahlul Ilm sind der andere Auffassung. Und das gibt es übrigens, dieses Prinzip, in vielen anderen Dingen. Beispielsweise bei der Verneinung. Bei der Verneinung, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam beispielsweise sagt, La adwa wa la tiyara. La adwa wa la tiyara. Keine Adwa und keine Tiyara. Al-Adwa ist die Ansteckung und Al-Tiyara ist der Pessimismus. Das heißt, wenn man gewisse Sachen sieht, dass man sie als schlechte Omen annimmt. Eine schwarze Katze gesehen, vor der Haustür, jetzt wird etwas Schlechtes passieren. In diesem Monat, das ist ein unheilbringender Monat, hier darf nicht geheiratet werden. Das ist der Al-Tiyara. Der Prophet sagt hier, La Adwa wa La Tiyara. Was ist hiermit gemeint? Nafyul Wujud, die Verneinung der Existenz davon. Das heißt, es gibt keine Tiyara und es gibt keine Adwa, keine Ansteckung. Gibt es keine Ansteckung? Aber hiermit ist eine bestimmte Form der Ansteckung oder der Glaube an eine bestimmte Form von Ansteckung gemeint, an die Araber glaubten. Und zwar, dass sie unabhängig von dem Al-Qadha und dem Qadar Allah Ta'alas stattfinden kann. Oder auch im Konflikt mit den Bestimmungen stehen kann. Das ist damit gemeint. Nicht, dass der Mensch sich nicht anstecken kann von Krankheiten. Ansonsten hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht befohlen, dass jene, die in einem Land sind, in dem die Pest ausgebrochen ist, dass sie dieses Land oder die Ortschaft nicht verlassen sollen. Und jene, die außerhalb sind, sollen diese Ortschaft nicht betreten. Wegen der Ansteckungsgefahr. Und er sagte, Firra min al-Majzum, Firaraka min al-Asad. Flüchte vor dem al-Majzum. Das ist eine Krankheit, wie du vor dem Löwen flüchtest. Das ist auch ein Indiz für die Ansteckung. Ansonsten gibt es ja keinen Grund. Also wir haben gesehen, die Verneinung wird teilweise verwendet, um die Existenz von etwas zu verneinen. Gelegentlich wird die Verneinung verwendet, um die Vollkommenheit von etwas zu verneinen. Und das gibt es auch zu Häufe. In einigen Texten wird das auch vorkommen, in diesen Hadithen, wie zum Beispiel der Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'min. Verneinung des Iman. Keinen Iman habt ihr, bis ihr nicht das für eure Brüder liebt, was ihr für euch selbst liebt. Die Verneinung des Imans ist hiermit gemeint, die Verneinung der Existenz des Imans, also dass er nicht existiert. Das hat keiner gesagt. Das hat keiner der Ahlul Ilm gesagt.
Oder der Hadith, in dem er sagte, auch in den Sahih, er sagte, لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. Kein Iman hat der, vor dem sein Nachbar nicht verschont ist. Keinen Iman hat der, vor dem sein Nachbar nicht verschont ist. Auch hier ist nicht gemeint, dass der Iman nicht existiert. Hier ist gemeint die Vollkommenheit des Iman. Von daher, der Hadith ist nicht unbedingt, also von den Texten, über die man sagen kann, sie sind definitiv und explizit. Und daher, aus diesem Grund wird der Khilaf in dieser Sache auch geduldet und toleriert. Die nächste Frage, die sich in Bezug auf diesen Hadith stellt, er sagt hier, innamal a'mal, innamal, die Taten. Wir wissen, es gibt religiöse Taten, Ibadat, und es gibt Adat, gewöhnliche Taten der Menschen, die nicht religionsbezogen sind. Sind hier alle Taten gemeint, innamal a'mal bin niyat, oder sind hier nur die religionsbezogenen Taten gemeint? Wenn wir sagen, die Bedeutung dieses Hadith ist, dass Taten nur durch Absichten existieren, dann sind alle Taten gemeint. In diesem Fall, der Mensch tut ja keine Handlung. Der Mensch praktiziert nichts oder führt keine Handlung aus, ohne ein gewisses Ziel damit zu verfolgen. Deswegen, manche Sachen, die gewisse Fuqaha erwähnen, sind kaum vorstellbar. Ja, es ist sehr schwer vorstellbar, wie zum Beispiel, dass man über seine Nia zweifelt. Die Fuqaha erwähnen, wer über seine Absicht zweifelt, wer eine Handlung begonnen hat und dann zweifelt über die Absicht seiner Handlung, der muss neu beginnen. Das ist schwer vorstellbar. Wisst ihr warum? Warum hat er sich hingestellt und gewisse Bewegungen gemacht? Er ist zum Beispiel, beispielsweise, damit man das an einem praktischen Beispiel sehen kann, jemand bewegt sich gerade ins Bad, er ist auf dem Weg, das Gebet, die Gebetszeit ist eingetroffen und er bewegt sich jetzt zum Bad mit der Absicht, oder lassen wir das mit der Absicht weg, um den Wudu zu machen. Dort angekommen beginnt er mit der Waschung und dann sagt er, er zweifelt, ob er eine Absicht hatte. Was hat ihn denn dahin gebracht ins Bad? Warum hat er sich dahin bewegt? Er ist aufgestanden, hat die Schritte zum Bad gemacht. Was hat ihn angetrieben? Es ist gar nicht möglich, dass ein vernünftiger Mensch, der geistig gesund ist, Handlungen macht und durchführt, ohne eine Absicht zu haben. Das geht gar nicht. Wenn wir aber sagen, mit dem Hadith ist hier gemeint, die Taten, die Gültigkeit der Taten ist abhängig von der Absicht, dann sind hier die Taten, mit dem Wort Al-A'mal, sind hier lediglich die religionsbezogenen Taten gemeint. Die Kulthandlungen. In Kulthandlungen meine ich die Ibadat. Al-Ibadat. Diese erfordern dann die Absichten. Die Al-Adat, das heißt, alles, was jetzt nicht zu den Kulthandlungen gehört, wir unterscheiden zwischen Ibadat und Adat. Al-Ibadat sind die Kulthandlungen, Anbetungen, also Handlungen, mit denen an erster Stelle die Anbetung Allah Ta'ala bezweckt wird. Und dann gibt es die Al-Adat, das sind Handlungen, die an erster Stelle nicht unbedingt Ibadat darstellen, auch wenn sie Formen von Anbetungen oder Annäherung sein können. Wie zum Beispiel das Zurückzahlen von Schulden. Das Zurückzahlen von Schulden. Oder das Aushändigen von ausgeliehenem Gut. Oder das Versorgen und Unterhalten der Familie. Das Versorgen und Unterhalten der Familie ist an erster Stelle nicht eine Ibadah. Das ist eine Ada. Tayyib. Wenn wir sagen, die An-Niyat werden hier nicht erfordert, dann meinen wir damit, dass diese Handlungen rechtsgültig sind. Das heißt, er steht nicht mehr in Schuld,
selbst wenn er dabei nichts beabsichtigt hat. Jemand, der seine Schulden ausgleicht, also beispielsweise er schuldet einer Person 1000 Euro und sie sehen sich und er händigt ihm 1000 Euro aus und denkt sich dabei nichts. Seine Schuld ist beglichen, auch wenn er keine spezifische Absicht hatte. Jemand, der seine Familie unterhält, einfach so, weil es halt gang und gäbe ist, dass man das tut, der hat seine Pflicht damit erfüllt, steht niemandem mehr in Schuld, auch wenn er dafür nicht unbedingt belohnt wird. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen der Rechtsgültigkeit einer Tat und dem Thawab. Eine Tat kann rechtsgültig sein, aber nicht entlohnt werden. Das ist möglich. Oder die Turuq, sämtliche Turuq. Turuq sind Handlungen, die unterlassen werden müssen. Unterlassen oder beseitigt werden müssen. Auch hier wird keine Absicht erfordert. Ein Beispiel dafür ist die Entfernung von Najasat, das Entfernen von unreinen Substanzen, sei es auf der Kleidung, auf dem Körper oder auf dem Boden, auf dem man die Ibadah ausführen möchte. Wenn sie sich beseitigt oder beseitigt wird, ohne die Absicht zu hegen, damit eine Unreinheit aufzuheben, ist die Tat erfüllt. Selbst wenn man nicht anwesend war, beispielsweise man hat seine Kleidung irgendwo aufgehängt und sie wurde durch den Regen gewaschen, ist sie bereinigt? Ist bereinigt, auch wenn er keine Absicht hatte. Vielleicht hat er sie nicht mal aus diesem Zweck aufgehängt. Die Rusub, Al-Rusub, das sind unrechtlich angeeignete Sachen von anderen Menschen, die man sich unrechtlich aneignet, durch Diebstahl, durch Wegelagerei. Wegelagerei ist das, was man Räuberei nennt, Qat' al-Tariq. Das sind übrigens zwei verschiedene Sachen. Diebstahl und Wegelagerei sind zwei verschiedene Sachen in der Scharia. Wegelagerei bedeutet, dass man Leute überfällt bei helllichtem Tag, dass man ihnen droht und ihnen Angst macht und sie überfällt. Das nennt man Qat' al-Tariq. Das wird nicht mit Amputierung der Hand geahndet. Dann gibt es die As-Sariqa. As-Sariqa, aber in der allgemeinen Sprache nennt man alles Diebstahl. As-Sariqa bedeutet etwas unter Deckung aus einem geschützten Ort zu entwenden. Das nennt man As-Sariqa. Das heißt, es gibt einen Unterschied hier. Das Aushändigen dieser Dinge, gestohlenen oder geraubten Dinge, wenn er das ohne Absicht zurückhändigt, ist seine Pflicht damit erfüllt. Das heißt, nicht alle Handlungen erfordern eine Niyya. Ebenfalls, was aus dem Wort Al-A'mal zu entnehmen ist, was nicht dazu gehört, sind die Handlungen des Herzens. Die Handlungen des Herzens. Die brauchen keine Absichten. Zu den Handlungen des Herzens gehört die Niyya selbst. Die Absicht, haben wir gesagt, ist eine Handlung des Herzens, denn das würde zu dem Tasalsul führen, zu einer unendlichen Kette, denn jede Niyya müsste eine Niyya vorausgehen. Ebenfalls die sämtliche weitere Handlung des Herzens, wie der Iman, die Furcht, die Liebe, die Hoffnung, all diese Handlungen erfordern keine Absichten. Manche Fuqaha erwähnen auch, dass die verbalen Handlungen, wie das Lesen des Koran, der Dhikr, auch keine Absichten erfordern, weil sie nur als Ibadat stattfinden können. Tayyib. Kommen wir zu einer anderen Sache, und zwar die Funktion der Niyya. Was für eine Funktion hat die Niyya? Moment. So, hier. Die Ahl-Ilm erwähnen, dass die Niyya in der Sprache der Fuqaha für zwei Dinge verwendet wird. Oder dass sie zwei Funktionen hat. Die Niyya hat zwei Funktionen. Nummer eins,
تمييز العبادة oder تمييز العبادات. تمييز العبادات. Differenzierung innerhalb der Ibadat. Eine Ibadah wird von der anderen unterschieden. Und das geschieht durch die Niyya. Ein Beispiel dafür: Das Salat al-Dhuhr hat eine Ratiba, das heißt eine Sunna, die ihr vorausgeht, und eine Sunna, die ihr nachgeht. Richtig? Unter anderem, das Salat al-Dhuhr besteht aus 4 Raka'at und die Sunna des Dhuhr besteht ebenfalls aus 4 Raka'at. 4 vor ihr und 4 nach ihr. Oder? Hä? Nur 2? 4 ist auch überliefert. Es ist teilweise überliefert, dass er 2 Raka'at betete vor und nach. Im Hadith von Ibn Umar und im Hadith von Aisha überliefert, dass er 4 betete. Das heißt, er machte das gelegentlich so und gelegentlich so. Wenn jetzt jemand diese 4 Raka'at betet, was unterscheidet die 4 der Ratiba von der Pflicht? Das ist die Absicht. Das heißt, eine Absicht differenziert zwischen oder unterscheidet und trennt die Ibadat untereinander. Ein anderes Beispiel, oder das ist die zweite Funktion dann, Tamyizul Ibadah anil Adah. Differenzierung zwischen Ibadat und Adat. Ich habe schon gesagt, was ich mit Adah meine. Alles, was nicht zu den Kulthandlungen gehört. Ein Beispiel dafür wäre, dass Al-Ghusl. Al-Ghusl, die Pflicht Handlung beim Ghusl oder die Bedingung oder das Minimum beim Ghusl ist einfach, dass man den ganzen Körper mit Wasser überhäuft, dass man den ganzen Körper einmal unter Wasser taucht. Das ist die Pflichthandlung des Ghusl. Jetzt, wenn jemand in den Fluss springt, von Kopf bis Fuß nass ist und wieder rauskommt, das kann eine Ada sein, das kann auch eine Ibadah sein. Er kann ja reinspringen, um sich zu kühlen oder aus sonstigen Gründen. Was macht wieder den Unterschied hier? Was differenziert, das ist die Niyya. Oder bei dem Unterhalten seiner Familie. Das Unterhalten der Familie kann eine Ibadah sein, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, kann aber auch eine Ibadah sein. Die Differenz macht wieder die Niyya. Na, deswegen unterteilen die Ahlul Ilm die Handlung des Menschen in 3 Kategorien. Das ist wichtig zu wissen. Ibadat und Mahda, das heißt, Taten, die lediglich als Ibadat auftreten können. Man kann sie nicht als eine Ada praktizieren. Dazu gehören zum Beispiel sämtliche Herzenstaten wie der Iman an Allah, die Furcht vor ihm, die Hoffnung, die Liebe. Diese Handlungen können nur als Ibadat stattfinden. Auch gewisse körperliche Handlungen in der Scharia, also in der Scharia werden sie nur sind sie nur bekannt als Ibadat, wie zum Beispiel das Gebet. Das Salah kann nicht als eine Ada durchgeführt werden. Diese erfordern immer eine Absicht. Nach dem Madhab der Jumhur zumindest. Dann gibt es Handlungen, sie stellen immer Gewohnheiten dar. Diese erfordern keine Absicht. Und dann gibt es Handlungen, die sind so dazwischen. Die liegen dazwischen. Sie können Ibadat sein, können auch Adat sein. Es ist abhängig von der Absicht und den Bewegungsgründen. Absicht und Bewegungsgründe. Es kann sein, dass diese Handlung innerhalb einer Ibadah eine Ibadah ist, außerhalb der Ibadah aber keine mehr ist. Auch von der Scharia nicht geduldet wird.
ein Beispiel dafür wäre der Al-Qiyam, das Stehen. Das Stehen im Gebet ist eine Ibadah, oder nicht? Weil Allah Ta'ala sagt, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, und stellt euch vor Allah, also im Gebet, im Qunut hin. Was ist mit dem Qunut hier gemeint? Al-Qunut, das Wort kennt ihr bestimmt. Aus einem anderen Bereich. Das Dua al-Qunut, ist das gemeint hier? Also füllt den Qunut im Gebet aus. Ist hiermit das Dua al-Qunut gemeint? Hiermit ist nicht das Dua al-Qunut gemeint, hiermit ist gemeint al-Qunut mit Demut. Al-Qunut bedeutet eigentlich Demut. Hier aber in diesem Text ist das Schweigen gemeint. Also stellt euch schweigend im Gebet hin. Sprecht nicht untereinander und miteinander im Gebet. Wie es im Hadith in Sahihain überliefert wird, im Hadith von Al-Arqam. Er hat es so erklärt. Er sagte, wir pflegten uns im Gebet zu unterhalten, miteinander zu sprechen. Im Gebet. Bis dieser Vers herabgesandt wurde. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Der Sahabi sagt, er erklärt diesen Vers. فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَ عَنِ الْكَلَامِ. Uns wurde das Schweigen zur Pflicht gemacht im Gebet und das Sprechen verboten. Na. Der Hadith, in dem vorkommt, dass ein Mann trat in das Gebet ein, habe seinen Namen vergessen, irgendwas mit Muawiyah, aber nicht der bekannte Muawiyah, ein anderer, ein Beduine war das. Er ist ins Gebet eingetreten und einer der Anwesenden hat geniest. Und da hat er gesagt, das was man halt sagt, Tashmitul Atis. Er hat gesagt, Yarhamukallah. Und da haben die Leute ihn böse angeschaut. Und er war im Gebet. Und dann sagte er, als sie ihn so angeschaut haben, sagte er, was guckt ihr denn so? Und dann haben die angefangen, mit den Händen auf die Oberschenkel zu klopfen. Auf jeden Fall hat er geschwiegen. Und nach dem Gebet hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist er zu ihm gegangen oder hat sich zu ihm gewandt und sagte zu ihm, dieses Gebet eignet sich nicht für den Kalam der Menschen. Sie ist eine Qira'a, das heißt, es besteht aus Qira'a, Lobpreisung und Aussprechen des Lobes. Der Kalam der Menschen ist darin nicht gestattet. Das war nach dem Verbot. Tayyib. Kommen wir zum zweiten Satz des Hadith. Der erste Satz, den haben wir jetzt so grundlegend besprochen. Kommen wir nochmal zurück. Hier. Der zweite Satz, der jetzt hier wichtig ist, ist die Aussage, jedermann kommt nur das zu, was seiner Absicht entspricht. Das ist nicht der gleiche Satz wie der erste. Das sind zwei verschiedene Sätze. Jeder Satz sagt etwas anderes aus. Dieser zweite Satz, aus ihm entnehmen wir gewisse Ahkam. Unter anderem entnehmen wir daraus, dass eine Vertretung innerhalb der Ibadat nicht legitim ist. Ich meine mit Vertretung, dass eine Person etwas für eine andere ausführt. An-Niyaba. An-Niyabatu fil Ibadah ist nicht legitim. Ausgenommen davon, es gibt gewisse Ausnahmen, wie etwa der Hajj. Richtig? Der Hajj ist ausgenommen davon. Lil-Ajiz. Für den, der unfähig ist, die Reise des Hajj selbst anzutreten.
تفريق الزكاة Das Austeilen der Zakat ist ausgenommen davon. Du musst sie nicht selbst austeilen, selbst wenn du in der Lage dazu bist. Al-Tadhiya ist ausgenommen. Das Schächten und Opfern von den Opfertieren. Du darfst andere beauftragen, sie für dich und in deinem Namen zu opfern, selbst wenn du selbst in der Lage bist. Was andere Handlungen angeht, das heißt, die nicht zu den Kulthandlungen gehören, zu den Ibadat, die dürfen, darin darfst du dich vertreten lassen. Du darfst dich darin vertreten lassen, wie zum Beispiel im Abschließen von Verträgen. Selbst wenn es der Ehevertrag ist. Der Ehevertrag ist einer der gewichtigsten Verträge in der Scharia. Deswegen nennt Allah Ta'ala den Ehevertrag im Koran Mithaqan Ghaliza, ein schweres Abkommen. Und deswegen werden bei der Ehe Sachen bedingt, die in anderen Verträgen nicht notwendig sind. In keinem einzigen Vertrag sind Zeugen notwendig, also verpflichtend, sei es ein Kaufvertrag, eine Verpachtung, eine Vermietung, eine Gemeinschaft. Also im Handel, nirgendwo sind Zeugen notwendig, verpflichtend. Selbst bei der Ausleihung und bei Krediten, beim Verleihen von Krediten, sind Zeugen nicht verpflichtend. Aber bei der Ehe schon. Dennoch darfst du dich bei diesen Verträgen vertreten lassen. Das heißt, du kannst beispielsweise jemanden bevollmächtigen. Ihr wisst, der Ehevertrag besteht aus zwei, also zu den Arkanen des Ehevertrags gehört der Al-Ijab wal-Qabul, Angebot und Akzeptanz. Du darfst dich darin vertreten lassen. Beispielsweise, du kannst Zayd beauftragen, für dich dorthin zu gehen und das Heiratsangebot für dich anzunehmen. Dann geht Zayd hin und sagt, ich bin der Vertreter von Fulan. Und dann sagt der Wali der Frau beispielsweise, ich verheirate Fulan mit meiner Tochter so und so. Und dann sagt Zayd, ich akzeptiere. Er vertritt dich als Al-Qabil. Auch bei der Scheidung, man kann jemanden bevollmächtigen, dich zu scheiden. Das kann eine absolute Vollmacht sein oder eine eingeschränkte Vollmacht. Eine absolute wäre zum Beispiel, dass man sagt, hier, ich bevollmächtige dich. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Aber es kann sein, dass das manchmal Sinn macht. Beispielsweise, wenn der Mann... Er sagt zum Beispiel zu seinem Kollegen, den er bevollmächtigt, er geht auf die Reise und muss länger weg. Und er sagt ihm, hier, wenn du, sie können keinen Kontakt haben. Und dann sagt er zu seinem Kollegen, hier, wenn du siehst, dass die Frau in Bedrängnis kommt, sie kommt in Bedrängnis wegen meiner Abwesenheit, dann scheide sie. Hier macht es natürlich Sinn. Die absolute Vollmacht wäre zum Beispiel, dass man sagt, du kannst sie zu jeder Zeit, so oft wie du willst, scheiden. Eingeschränkt wäre zum Beispiel in einer Woche oder einmal. Das ist auch legitim. Die Bevollmächtigung meine ich. Nicht das dreimalige Scheiden. Das heißt, man kann sich innerhalb der Adat und sämtlichen Verträgen vertreten lassen. Und in den Ibadat nur mit Ausnahmen. Innerhalb der Ibadat ist das nur in 3-4 Situationen erlaubt. Dieser Hadith oder dieser Teil des Hadith, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, aus ihm entnehmen wir noch ein Hukum,
Und zwar, dass man die jeweilige Handlung bestimmen muss. Man muss sie definieren. Man muss die Handlung definieren. Also wer zum Beispiel ein Gebet nachholen muss, er muss ein Gebet nachholen. Und nehmen wir an, es ist das Salatul Asr. Und er betet einfach mit der Absicht des Gebets. Oder ja, mit der Absicht des Gebets, ohne zu definieren, was er genau damit möchte. Zum Beispiel das Nachholen von Salatul Asr. Dann ist das auch nicht legitim, es ist nicht gültig. Ist das Gebet ungültig? Es gibt, das ist eine interessante Sache, es gibt Bedingungen der Pflicht, also für gewisse Pflichthandlungen und Bedingungen für die Gültigkeit des Gebetes. Wenn die Bedingungen der Pflicht nicht erfüllt sind, sind immer noch die Erfordernisse der Aslus Salah, also die grundlegenden Erfordernisse des Gebets da, also zählt es als ein normales Gebet, als eine Sunna. Dazu gibt es viele Fälle, wie zum Beispiel, wenn jemand das, nehmen wir wieder das Salatul Dhuhr, er betet das Salatul Dhuhr, und eine Bedingung des Wujub für das Dhuhr ist, dass die Zeit eingetreten ist. Sahih? Tayyib. Nachdem er das Gebet gebetet hat, stellt er fest, dass die Zeit noch nicht fällig war. In diesem Fall ist das Gebet hinfällig oder besteht das Gebet? Es besteht. Aber es hat ja nur lediglich eine Bedingung der Pflicht gefehlt. Versteht ihr? Oder wenn die Absicht des Imam und des Ma'mum, des Imam und des Mitbetenden, wenn sie nicht identisch sind. Wir haben zwei verschiedene Absichten. Der Imam betet das Asr und der Mitbetende das Dhuhr. In diesem Fall ist die Pflicht nicht erfüllt, aber das Gebet ist nicht ungültig. Richtig? Tayyib. Gut. Das, was wir hier gerade genannt haben, die zwei Funktionen der Niyyah, das ist das, was die Fuqaha meistens erwähnen. Also diese zwei Anwendungen finden wir bei den Fuqaha sehr oft. Es gibt aber noch eine andere Bedeutung der Niyyah, die wird weniger im Fiqh, sondern eher in den Büchern des Suluk und der Tazkiyah genannt, der Charakterläuterung und derartiges. Und zwar, Moment, okay, ich glaube, dafür habe ich keine Folie gemacht. Nein, habe ich nicht gemacht. Sie wird in den Büchern des Suluk und der Tazkiyah, auch im Koran in diesem Kontext, häufiger und in der Sunna verwendet, und zwar Tamiz al-Maqsud bil-Ibadah. Li Tamiz al-Maqsud bil-Ibadah. Um mit der Ibadah zu definieren, bestimmen, wer mit ihr beabsichtigt wird. Wer mit ihr beabsichtigt wird. Das entspricht in diesem Fall also dem Ikhlas. Diese Bedeutung für die Ibadah wird häufiger im Koran und der Sunna verwendet. Wie in der Aussage Allah Ta'alas. Wird aber im Koran manchmal auch mit dem Begriff Irada genutzt. Al-Irada. Oder Al-Ibtira. Man kana yuridu harth al-Akhirah. Man kana yuridu harth al-Akhirah. Nazid lahu fi harthi. Wer das Acker der Akhirah möchte, dem mehren wir in seinem Acker. Mit dem Acker ist hier gemeint
Man sät ja und erntet dann. Du wirst nämlich ernten, was du sähst. Und dann sagt Allah Ta'ala, hier sehen wir, er benutzt das Wort man arada. Arada für Niyya, man nawa. Wer beabsichtigt mit seinen Handlungen das Acker der Akhira beabsichtigt, dem mehren wir darin. Und man kann yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahum fil akhirati min nasib. Und wer das Acker der Dunya beabsichtigt, dem geben wir davon. In der Akhira hat er aber keinen Anteil. Und es wird mit dem, auch manchmal in dem Koran der Sunna, wird das Wort al-ibtira benutzt. Wie in dem Hadith, im Sahih, man qala la ilaha illallah, yabtari biha wajha Allah. Wer la ilaha illallah sagt, yabtari biha wajha Allah, beabsichtigt damit, dass das Antlitz Allahs. Na, das heißt, es wird in diesen drei oder mehr Begriffen benutzt. Hier wird es einfach verwendet, um zu definieren, wen oder was man mit dieser Handlung beabsichtigt. Hier gibt es einige Aussagen, die Ibn Rajab anführt, Aussagen des Salaf über die enorme Wichtigkeit der Niyya in den Handlungen oder des Ikhlas in den Handlungen. Er zitiert zum Beispiel Zubayd, der sagte: Inni la uhibbu an takuna li niyya fi kulli shay, hatta fi at-ta'ami wash-sharab. Es gefällt mir, eine Absicht zu hegen in jeglichen Handlungen, in allen möglichen Handlungen, selbst im Essen und Trinken. Und Sufyan al-Thawri, rahimahullah, er sagte: Ma alajtu shay'an ashadda alayya qat min niyyati. Es gab nichts, das ich schwerer behandeln musste als meine Absicht. Und Ibn Mubarak, kennt Ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak, aus der Klasse der Salaf, ist einer der ersten, der einen Juz Hadithi zusammengestellt hat. Al-Juz al-Hadithi oder Al-Ajza al-Hadithiya, das sind Hadith-Sammlungen zu einem bestimmten Thema. Zu einem bestimmten Thema. Und er ist der Erste, der so etwas verfasst hat. Nicht der Erste, der eine Hadith-Sammlung verfasst hat. Der Erste, der eine Hadith-Sammlung verfasst hat, ist Imam Malik in seinem Buch Al-Muwatta. Al-Imam Malik ist gestorben im Jahr 179 nach der Hijra. Er ist aber nicht der Erste, der Hadithe aufgeschrieben hat. Das ist ein Unterschied. Wir reden hier nicht über das bloße Niederschreiben von Hadith, das geschah schon viel früher. Wir reden hier um das separate Sammeln von Hadith-Themen geordnet. Und hierin ist Malik der Erste. Und er hat es gemacht im Auftrag. Er wurde beauftragt dazu von dem herrschenden Führer zu seiner Zeit. Na. Al-Shafi'i sagt über das Buch von Malik: Ma tahta adim is-sama asahha min kitab Malik. Unter dem Himmel gibt es kein Buch, das authentischer ist als das Buch von Malik. Wie ist das zu verstehen? Sagen wir nicht, dass Bukhari und Muslim die authentischsten Bücher sind. Na, Bukhari ist später gekommen. Ich habe vorhin gesagt, Bukhari ist wann gestorben? 256 nach der Hijra, also er ist ein halbes Jahrhundert später gekommen. Wenn wir sagen, die authentischsten Bücher, das ist eine interessante Sache, wenn Al-Shafi'i sagt, die Muwatta von Malik ist das authentischste Buch unter dem Himmel,
versteht man dann nicht, dass mindestens, also mehr als die Hälfte authentisch sein muss? Man kann nicht über ein Buch sagen, es ist das authentischste Buch im Sinne des Lobes, wo die Hälfte davon nicht authentisch ist. Oder? Das wäre nicht, hätte keinen Sinn gemacht. Deswegen, es gibt einige Zeitgenossen, die sich dem Manhaj der Muhaddithun zuschreiben und das Hadith, die haben beispielsweise Bücher verfasst, und das gibt es mittlerweile in fast jedem Buch. Da gibt es Sahih al-Muwatta und Da'if al-Muwatta. Also die authentischen Hadith des Muwatta und die unauthentischen. Und diese Person hat fast die Hälfte der Hadith des Muwatta für unauthentisch erklärt. Aber so sind die früheren Muhaddithun nicht mit den Ahadith umgegangen. Man sagt auch, إذا ذكر العلماء فمالك النجم. Wenn die Ulama genannt werden, dann ist Malik unter ihnen ein Stern. Dann ist es nicht vorstellbar, dass die Hälfte der Ahadith oder mehr unauthentisch ist. Wenn wir aber auch sagen, das ist auch ein weiterer interessanter und wichtiger Punkt, wenn wir sagen, das sind die authentischsten Bücher, was verstehen wir daraus? Dass sie größtenteils zu 99% authentisch sind, das schließt aber nicht aus, dass hier und da mal mickrige Kritik geäußert wird. Es gibt um die 100 Ahadith in den Sahihain. Und das ist nicht viel. Das macht nicht mal 1% aus. Also in den Sahihain, in beiden, die von großen Muhaddithun kritisiert worden sind. Wie Dar-Qutni. Aber diese Kritik ist in den meisten Fällen, zumindest nach der Aussage mancher Muhaddithun, nicht gerechtfertigt. Und sie beruht einfach auf Unstimmigkeiten in gewissen Bedingungen. In gewissen Bedingungen des Hadith. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Ein Beispiel in dem Hadith bei Muslim über die sieben, die im Schatten des Thrones stehen werden. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhillu. Sieben werden im Schatten Allahs stehen, damit ist gemeint im Schatten seines Thrones, an einem Tag, an dem es keinen Schatten geben wird. Und dann nennt er eine Gruppe von denen, das ist die Riwaya bei Muslim, zumindest eine Riwaya bei Muslim. Da sagt er, und jener, der mit seiner Linken ausgegeben hat, und sie, die Sadaqa, vor seiner Rechten versteckt hat. Ist das so richtig? Hä? Der Infaq kommt immer, also in der arabischen Sprache und in anderen Nusus, und in allen Überlieferungen dieses Hadith, allen Überlieferungswegen dieses Hadith, ist immer die Rede von der rechten Hand. Das heißt, das ist ein Beispiel. Oder ein Beispiel, das umstritten ist. In dem Hadith von Abu Huraira sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Wenn der Hund in eurem Eimer ist, dann reinigt ihn siebenmal." Wenn ein Hund aus einem Gefäß schlürft oder trinkt, dann wascht er siebenmal. Das ist in einer Riwaya bei Muslim kommt vor, noch ein Wort hinzu, فَلْيُرِقْهُ, das heißt, er soll es wegschütten. Also dieses Wasser. Das deutet worauf hin? Dass das Wasser verunreinigt ist, oder? Deswegen sagte As-Sanani, er sagte, dieser Hadith, also diese Aussage bei Muslim, ist eine der stärksten Adilla für die, die der Auffassung sind, dass Flüssigkeiten in geringen Mengen
Durch das Hinzukommen von Unreinheiten verunreinigen, selbst wenn sie sich nicht verändern. Versteht ihr? Selbst wenn keine Veränderungen da sind, weder im Geruch, noch in der Farbe, noch im Geschmack. Denn der Prophet hat befohlen, das wegzuschütteln. Wäre es nicht verunreinigt, hätte er das nicht befohlen, denn das ist Verschwendung. Das wäre Verschwendung. Und die Verschwendung wird nicht anbefohlen. Manche der Ahlulilm sagten, wer ein, also die Aussage mag vielleicht ein bisschen, hört sich etwas arg an. Er sagte, selbst ein Körnchen, ein Korn, Maiskorn oder derartiges, ins Meer zu werfen, ist eine verbotene Form der Verschwendung. Also sinnloses Wegschmeißen. Aber, und dieser Hadith würde auch darauf hindeuten, dass der Hund und sein Speichel, oder zumindest sein Speichel, najis ist. Aber die Muhaddithun sind sich uneinig über dieses Wort bei Muslim. Falyurikhum. Nicht über den gesamten Hadith, nur über dieses eine Wort. Noch ein letztes Beispiel. In dem Hadith über die 70.000, über die der Prophet sagte, 70.000 werden das Paradies betreten, ohne Abrechnung und ohne jegliche Form der Pein. Dann nannte er drei Menschen, die gewisse Eigenschaften erfüllen, drei Eigenschaften. Und bei Muslim, in der Riwayah von Muslim lautet es, وَلَا يَسْتَرْقُونَ Nein, nicht يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَرْقُونَ Und die keine Ruqya begehen. Also das ist der Wortlaut bei Muslim. Der Wortlaut bei allen anderen ist وَلَا يَسْتَرْقُونَ Die keine Ruqya verlangen. Und das ist die richtige Ausführung. Denn die Ruqya ist legitim. Und der Prophet hat sie gemacht. Und er hat sie empfohlen. Und er wurde über sie gefragt. Und da sagte er, zeigt mir eure Ruqya. Also da kamen Leute zu ihm und fragten ihn über die Ruqya. Weil die Ruqya haben die Araber auch vorher schon praktiziert. Das haben sie nicht erst mit dem Islam entdeckt. Das war üblich bei ihnen auch schon vorher. Und dann, sie haben ihn gefragt und dann sagte er, اعرض علي الرقية. Zeige mir deine Ruqya oder führe sie mir vor. Und dann sagte er, لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. Es besteht kein Vergehen in der Ruqya, solange sie keinen Schirk beinhaltet. Das heißt, die Wortausführung bei Muslim ist nicht korrekt. Aber das sind, wie gesagt, nur sehr wenige Beispiele. Daran sollte man, ja, das sollte man nicht zum Anhaltspunkt nehmen, um diese Bücher ja, ins Gemeine zu kritisieren. Danach spricht er einen weiteren Satz aus. Ach so, aber vorher nochmal zurück zur Aussage von Ibn Mubarak. Das ist eine schöne Aussage, die zeigt, was eine Niyya anrichten kann. Er sagte, رُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعَظِّمُهُ النِّيَّةِ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةِ So manch große Tat wird von der Niyya, wird durch die Absicht klein und winzig. Belanglos. Und so manche große mickrige Taten, leichte Taten werden durch die Niyya schwergewichtig. Al-Fudayl, rahimahullah, pflegte zu sagen über die Aussage Allah Ta'alas, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, um euch zu prüfen, الذي خلق الموت والحياة, der das Leben und den Tod geschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch am besten handelt. Al-Fudayl ibn Iyad pflegte zu sagen über diese Aussage, Ayyukum ahsanu amala,
wer am besten handelt. Was heißt denn am besten handeln? Er sagte, Akhlasuhu wa aswabu. Damit sind zwei Dinge gemeint. As-sawabu wal ikhlas. Wer am korrektesten und aufrichtigsten handelt. Und da wurde gefragt, was es heißt, korrekt zu handeln und aufrichtig zu handeln. Er sagte, korrekt zu handeln heißt, entsprechend der Sunna zu handeln. Und aufrichtig zu handeln heißt, damit lediglich die Annäherung zu Allah Ta'ala zu beabsichtigen. Gehen wir weiter zu dem nächsten Teil des Hadiths. Nochmal zurück. Er sagt, wessen Auswanderung also auf Allah und seinen Gesandten gerichtet ist, Hijratuhu ila Allahi wa Rasuli. Hier geht es um die Hijra. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es nur als Beispiel angeführt. Es geht nicht darum, diesen Hadith auf die Hijra einzuschränken. Es ist nur ein Beispiel. Vorher aber einmal wollen wir einmal klären, was das Wort Hijra bedeutet und was für Arten der Hijra es gab und was für Formen es ja, des Herumwanderns auf der Erde gibt. Das Wort Al-Hijra kommt im Arabischen aus dem Begriff Al-Hajr. Al-Hajr bedeutet, sich von etwas zu entfernen oder etwas zu verlassen. Etwas verlassen, sich von ihm entfernen oder unterlassen. Das ist das Wort Al-Hijratu in der im arabischen Ursprung, linguistisch. Al-Hijratu al-Tarku, al-Tark wal-Muba'ada. Die Hijra im islamischen Sinne wird für viele verschiedene Dinge verwendet. Unter anderem, das ist der erste Punkt, die Hijra, also die Auswanderung aus Mekka nach Habasha. Dafür wird das Wort Al-Hijra verwendet. Das war im Jahr, in welchem Jahr war das? Im Jahr 5 nach der Hijra. Dann das zweite ist die Hijra von Mekka zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich sage nicht vom Propheten nach Medina. Aus einem bestimmten Grund. Weil Medina nicht Grund der Hijra war. Der Grund der Hijra war einfach, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam auszuwandern, egal wo er ist, in Medina oder woanders. Deswegen habe ich gesagt, die Hijra von Mekka nach zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das war im Jahr 13 nach der Hijra. Das ist so das Bekannte, was wir unter dem Wort Al-Hijra kennen. Dann gibt es etwas anderes, eine dritte Form der Hijra. Hijratul Qabail ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ich nenne es mal die temporäre oder zeitlich begrenzte Hijra der verschiedenen Stämme zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, sie sind zu ihm gekommen, haben die Scharai gelernt und sind wieder zurück. Die Delegationen, die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind, besonders in dem sogenannten Amul Wufud, das Jahr der Delegationen. Da sind verschiedene Stammesführer in Begleitung zu ihm gekommen, haben Grundlegendes vom Islam genommen und sind wieder zurückgegangen. Das ist die dritte Form oder die dritte Verwendung des Wortes Al-Hijra. Die vierte Verwendung, die Hijra einzelner Personen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, von Mekka nach Medina und dann wieder zurück nach Mekka. Das ist auch ein Ausdruck. Die fünfte, Al-Hijra min Bilad al-Kufri ila Bilad al-Islam. Die Hijra, das Auswandern aus den Bilad al-Kufr zu den Bilad al-Islam. Al-Mawardi, ein schafi'itischer, großer Rechtsgelehrter aus dem 5. Jahrhundert, 400 irgendwas ist er gestorben. Er sagte, wenn der Muslim im Darul Kufr Familien gründet,
Also er hat eine größere Familie, eine islamische Gemeinschaft und er ist in der Lage, seine Religion auszuleben. Mit der Religion ist nicht gemeint, man muss verstehen, was hiermit gemeint ist. Hiermit sind nicht die Dinge gemeint, die die kollektive Pflichten darstellen. Hiermit sind Dinge gemeint, die individuell für jeden zur Pflicht gemacht worden sind. Wenn er in der Lage ist, diese auszuführen, Al-Mawardi, rahimahullah, sagte, dann ist es nicht erlaubt, das Darul Kufr zu verlassen. Er muss dort bleiben. Das ist seine Aussage. Das war die fünfte Sache. Die sechste Sache, eine weitere Verwendung des Wortes Al-Hijra, Hijratul Muslim oder Hajrul Muslim. Hajrul Muslim. Das Meiden eines Muslims wird auch Hijra genannt. Das Meiden eines Muslims. Mit dem Meiden ist gemeint, wie im Hadith vorkommt, Yasuddu hada an hada, dieser, also die zwei Leute, kehrt ihm den Rücken und der andere kehrt ihm den Rücken. Wa khayruhuma man bada'a bis salam. Und der Bessere unter ihnen beiden ist der, der mit dem Salam beginnt. Hajrul Muslim, das Meiden eines Muslims. Der Prophet ﷺ sagte, ein Muslim soll seinen Bruder nicht länger als drei meiden, als drei Tage. Hiermit ist gemeint in dem Hadith, wie die Ulama sagen, das Meiden bis zu drei Tage ist Makruh. Es ist Makruh, wenn es auf rein weltlichen Konflikten basiert. Weltliche Konflikte. Wegen irgendeinem Handel, wegen einem Abkommen oder es gab einen verbalen Austausch. Aus weltlichen Gründen. Mehr als drei Tage ist das nicht legitim. Wenn es weiter als drei Tage geht, ist das haram. Wenn es aber nicht wegen weltlichen Gründen ist, sondern aus anderen Gründen, dann ist es legitim. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, also im Sinne eines Boykott, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die drei Männer mehrere Tage gemieden, die an der Ghazwat Tabuk nicht teilgenommen hatten. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Und die drei, die zurückgeblieben waren, Ka'b ibn Malik, Murara und Hilal. Die drei waren zurückgeblieben. Es waren nicht die einzigen drei, es waren viel mehr, die zurückgeblieben sind. Aber die meisten von den anderen waren Munafiqun, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam angelogen haben. Die hatten ihn angelogen, also haben Entschuldigungsgründe erlogen, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam damit zufriedenzustellen. Diese drei haben ihn nicht angelogen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihnen, ihr habt die Wahrheit gesprochen, geht fort, bis Allah Ta'ala über euch urteilt. Er hat sie länger als einen Monat gemieden. Und das war nicht nur ein Meiden im Sinne, dass man sich nicht mehr mit ihnen unterhält. Er hat sie nicht begrüßt. Ka'b ibn Malik war der Jüngste unter ihnen. Er sagt, er war der Jüngste und der Kräftigste unter ihnen. Er sagte, er war in der Moschee und er hat versucht, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam Blicke dort zu ihm zu schauen, in der Hoffnung, dass er ihn auch anschaut. Aber es war vergebens. Er hat ihn nicht angeschaut. Und das ging dann sogar so weiter, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam irgendwann, er hat ihnen befohlen, ihre Frauen zu meiden. Und dann fragte Ka'b, soll ich sie scheiden? Er sagte, nein, nicht scheiden, aber sie sollen auch von ihren Frauen gemieden werden. Man muss sich doch mal vorstellen, was für eine Belastung das ist, wenn du über einen Monat lang bist du wie in einer Geisterstadt. Keiner redet mit dir, keiner schaut dich an. Deine eigene Frau redet nicht mit dir.
total verlassen. Aber das war eine Form von Disziplin, yani, wie nennt man das? Disziplinarmaßnahmen. Er hat sie damit, yani, für den Ta'dib. Und das hat auch gefruchtet. Allah Ta'ala hat ihre Tauba dann herabgesandt später. Und ja, das darf man tun, aber nur unter einer Voraussetzung: es hat eine Maslaha, dass das auch einen Nutzen mit sich bringt. Wenn es aber einen größeren Schaden mit sich bringt oder keinen Nutzen hat, dann ist das nicht zu tun. Ja, nee, im Sinne jetzt beispielsweise in unserer Zeit heute, die Fuqaha erwähnen, dass man einen Muslim meiden darf wegen einer Bid'ah in der Aqidah, wegen Fisq, offensichtlichen, wenn er unverblümt Sünden praktiziert in der Öffentlichkeit, auf eine unverschämte, provozierende Art und Weise, darf man ihn meiden. Er wird gemieden. Ja, nee, das ist aber nur unter der Voraussetzung legitim, dass es auch einen Nutzen hat. Ja, nee, der Nutzen wäre in diesem Fall, dass man ihn dadurch dazu drängt, über seine Situation zu sinnen. Aber wenn das zu Gegenteiligen führt, wie es heute der Fall ist, ja, nee, in der Gesellschaft oder in dieser Umgebung, in der die drei Personen hier waren, da war die Situation der Menschen etwas anders. Das heißt, mit ihrem, in Anführungsstrichen, Fehlverhalten waren sie Einzelgänger. Wenn es aber umgekehrt ist, das heißt, dass das Fehlverhalten und Fehlgehen zur Tagesordnung der meisten Menschen gehört und du bist der eine Engel dazwischen, da bringt es nichts, den Einzelnen oder Fulan und Allan zu meiden. Du bewirkst damit gar nichts. Vielleicht ist es teilweise sogar schädlicher für den anderen. Für den anderen, für dich. Okay, also das war die sechste Form der Hijra. Hijratul Akh, al-Muslim fawqa thalath. Dann gibt es die siebte Form, das nennt man auch Hijra, das Meiden des Ehepartners. Wie Allah Ta'ala sagt, وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. Nein. Und dann gibt es eine letzte Form, die Nummer 8, und das ist die allgemeinste, der allgemeinste Ausdruck für das Wort Al-Hijra in der Scharia. Und zwar das Verlassen von nicht legitimen Handlungen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. Der Muhajir ist der, der verlässt, was Allah verboten hat. Das ist der umfangreichste Ausdruck der Hijra. Hier gibt es noch etwas, und zwar Abu Bakr ibn al-Arabi. Abu Bakr ibn al-Arabi, ein malikitischer Faqih, nicht zu verwechseln mit Muhyiddin ibn Arabi, das sind zwei verschiedene Personen. Muhyiddin ibn Arabi war diese bekannte Person, die seltsame Glaubensvorstellungen hatte, wie den Hulul und so, der bei den Sufis gefeiert wird. Abu Bakr ibn al-Arabi mit Al, das ist ein malikitischer Rechtsgelehrter. Er hat gesagt, dass Al-Dhahabu fil Ard, das Herumwandern auf der Erde, kann man in mehrere Kategorien einteilen. Ich zeige euch mal, wie der das eingeteilt hat. Ich habe es jetzt mal Herumwandern genannt. Mir ist kein besseres Wort eingefallen. Al-Dhahabu fil Ard. Er sagt, das ist in zwei Formen einzuteilen. Einmal Al-Dhahabu talaban und Al-Dhahabu haraban. Yani, einmal im Sinne der Flucht und einmal im Sinne des Suchens oder Strebens nach etwas. Und wie ihr sehen könnt, die Flucht hat er hier in diesen Punkten aufgezählt. Das Flüchten aus dem Darul Harb,
das Flüchten aus dem Land, in dem die Bid'a oder die Bid'a die offizielle ausgelebte Form der Religion ist. Deswegen sagte Ibn al-Qasim, er sagte, ich habe Malik ibn Anas sprechen gehört. Er sagte, la tahillu al-iqama fi baladin yusabbu fiha as-salaf. Es ist nicht erlaubt, in einem Land zu leben, in dem die Salaf geschmäht und beschimpft werden. Das dritte, aus einem Land, in dem das Verbotene, also verbotenes Geld, verbotene Waren, verbotene Lebensformen, in einem großen und starken, umfangreichen Ausmaß ausgelebt werden. Dann Flucht wegen körperlichen Gefahren. Das heißt, wenn man körperlich bedroht ist, aus welchen Gründen auch immer. Das nächste, Flucht mit seinem Hab und Gut. Das heißt, man hat Furcht und Angst um sein Hab und Gut in dem Land, in dem man ist, weil da beispielsweise ungerechte Gouverneure herrschen, die Menschen berauben und bestehlen. Das ist auch eine Ursache der Hijra und das ist legitim. Auch wegen dem Leben zu fürchten ist legitim. Und einer der Ersten, der das gemacht hat, ist wer? Einer der Ersten, der das gemacht hat, also im Koran, Ibrahim. Inni dahibun ila Rabbi sayahdin, als er geflüchtet ist, als man ihn verbrennen wollte. Ebenfalls Musa. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Er ist mit Angst und Furcht aus ihr gegangen, aus der Stadt. Das heißt, es ist auch legitim. Und die andere Sache ist, die er erwähnt, Flucht wegen Angst vor Krankheiten oder derartiges. Vorausgesetzt, es ist nicht die Pest. Dann die andere Sache, dass al-Dhahabu Talaban, also im Sinne der des Talab, hat er das eingeteilt in zwei Bereiche. Talabu Din wa Talabu Dunya. Im Talab Din hat er Folgendes genannt, zur Besinnung und Lehre, um Erfahrung zu sammeln, wie Allah Ta'ala sagt, أَفَلَمْ يَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ sind sie denn nicht auf der Erde herumgewandert, um zu sehen, wie das Ende jener war, die vor ihnen waren? Ebenfalls Safar al-Hajj, die Pilgerreise, gehört dazu. Al-Ribat al-Murabata, Grenzschutz, der Militärdienst, Studium, Besuchen von religiösen Merkmalen. Ich meinte mit Merkmalen, al-Masjid al-Haram, al-Masjid al-Nabawi, Al-Quds, wie in der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, La tushaddu al-Rihal illa ila thalathati masajid. Und dann in Bezug auf die Welt, Lebensunterhalt, zu verreisen für den Lebensunterhalt. Mit Lebensunterhalt ist gemeint Al-Ma'ash, yani das, was man tatsächlich zum Leben braucht, nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen das Zweite, zu verreisen wegen Handel oder sonstiger Arbeiten, um Gelder zu verdienen, über den notwendigen Lebensunterhalt. Auch das ist legitim. Ja, das sind die Formen des Al-Dhahab, die Ibn al-Arabi erwähnt, in seinem Tafsir. Gut. Dann haben wir hier noch eine Frage, die sich stellt. Und zwar der letzte Teil des Hadith
indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes sagt: Hier, wessen Auswanderung aber auf das Diesseits gerichtet ist, damit er in ihm einen Gewinn habe, oder auf eine Frau, damit er sie heirate, dessen Auswanderung gilt als auf das gerichtet, weswegen er ausgewandert ist. Ihr seht hier erstmal so, hier ist etwas Bemerkenswertes, das hat mit dem Stil zu tun, diese Aussage. Ihr seht bestimmt einen Unterschied, ne? Wenn man sagt, in dem ersten Teil des Hadiths, wer zu Allah und seinem Gesandten auswandert, seine Auswanderung gilt zu Allah und seinem Gesandten. Er erwähnt das nochmal und nennt es nochmal bei Namen. Bei den anderen beiden Dingen hier, die Hijra wegen der Dunya oder die Hijra wegen einer Frau, hat er nicht gesagt, seine Hijra ist dann, gilt dann der Dunya oder der Frau. Er hat gesagt, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Hat das nicht bei Namen genannt, nochmal. Warum? Um diese Form der Auswanderung etwas yani, zu schmähen. Oder um seine Geringschätzung auszudrücken. Um seine Geringschätzung auszudrücken, dass, also, es ist so gering, dass man es nicht bei Namen nennen muss. Ich stelle Sie aber eine Frage, wir haben ja eben gesagt, dass das Herumwandern auf der Erde oder das Ausreisen wegen dem Rizq, und dazu gehört auch das Heiraten, eine legitime Handlung ist, oder nicht? Teilweise sogar gefordert und gewünscht. Warum hat er das hier so ausgedrückt? Weil es ist offensichtlich aus dem Hadith zu entnehmen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier Kritik äußert. Es ist eine Form der Kritik. Sie erwähnen, dass hiermit jemand gemeint ist, der äußerlich yani, preisgibt, dass er für eines der, der beiden genannten Zwecke ausreist. Al-Hijratu ilallah wa Rasul. Innerlich verbirgt er aber ganz andere, Bewegungsgründe. Das heißt, er äußert etwas anderes als das, was er eigentlich innerlich hegt. Deswegen ist es ein Kritikpunkt. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist das keine zu kritisierende Handlung. Es ist eine legitime und zulässige Handlungsform. Es wird erwähnt, dass dieser Hadith überliefert wird oder der Aussagegrund eine bestimmte Person ist, der die Hijra gemacht hatte zu einer Frau. Die hatte bedingt, dass sie ihn nur heiratet unter dem Umstand, dass er nach Al-Madina auswandert. Und deswegen hat man ihn dann Muhajiru Al-Qais genannt. Der Muhajir von Al-Qais. Ibn Rajab, der Sharih erwähnt, er sagt, ich kenne für diese Geschichte keinen Asl. Also keine Grundlage. Aber er meint nicht damit, dass diese Geschichte nicht überliefert worden ist. Diese Geschichte ist tatsächlich überliefert worden. Er meint einfach, er kennt keine Grundlage dafür, dass Aussagegrund dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam der Vorfall von Qais war. Aber die Geschichte ist überliefert worden. Ja. Er erwähnt hier abschließend zu dem Hadith noch einige Texte aus der Sunna, die dieses Thema untermauern. Und zwar oder die nochmal ausdrücken, welchen Einfluss die Niyya auf Belohnung, Gültigkeit oder Bestrafung der Taten haben, die einen Zusammenhang mit dem Ikhlas haben. Denn die Niyya, haben wir gesagt, wird auch im Sinne des Ikhlas verwendet. Er erwähnt, überliefert den Hadith von Abu Musa al-Ash'ari, in dem er sagte, ein Mann fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rajulu yuqatilu hamiyya, Ar-Rajulu yuqatilu shaja'a,
والرجل يقاتل ليرى مكانه. Ein Mensch kämpft aus Hamia. Hamia, das heißt sowas wie aus, ich nenne es mal Nationalstolz. Und ein Mensch kämpft, um als Kämpfer angesehen zu werden, als mutiger Mann. Und ein anderer kämpft, damit man ihn sieht. Wer davon, أي ذلك في سبيل الله؟ Und dann sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم, من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Wer kämpft, damit das Wort Allahs das Allerhöchste ist, das ist auf dem Weg Allahs. Diese drei hier genannten Dinge, die drei hier genannten Bewegungsgründe im Hadith, die nennt man Qawadih al-Ikhlas. Qawadih al-Ikhlas. Dinge, die den Ikhlas des Menschen beeinträchtigen. Beeinträchtigen, ich sage bewusst beeinträchtigen, weil diese Dinge nicht immer den Ikhlas gänzlich aufheben oder die Handlungen hinfällig machen. Er sagte hier, liyura makanu, das ist der Riya. Das ist der Riya. Dann sagt er, Shaja'atan. Shaja'a, das ist der Al-Ujb. Al-Ujb. Selbstgefallen. Macht das, um Selbstgefallen zu erlangen. Und das andere, Hamiya, das sind natürliche Bewegungsgründe. Natürliche Bewegungsgründe, das heißt, die mit der Ibadah an sich nichts gemein haben. Es gibt natürlich auch andere, aber die Qawadih des Ikhlas heben nicht immer den Ikhlas gänzlich auf. Wenn beispielsweise jemand macht die Hajj, er pilgert und beabsichtigt mit seiner Hajj ebenfalls unterwegs Geschäfte abzuschließen an dem jeweiligen Ort. Er pilgert nicht nur, um seine Pflicht auszuführen. Widerspricht das dem Ikhlas? Handelt es sich hier um den vollkommenen Ikhlas in diesem Fall? Es handelt sich nicht um den vollkommenen Ikhlas. Es beeinträchtigt ihn, aber hebt ihn nicht gänzlich auf. Der Riya aber, das was die Augendienerei nennen, kann unter Umständen den Ikhlas gänzlich aufheben, wie wir gleich sehen werden. Dann erwähnt er hier den bekannten und langen Hadith von Abu Huraira, der bei Muslim überliefert wird, über die drei, über die der Prophet sagte, die ersten, über die am Tage der Auferstehung gerichtet wird, sind drei. Dann nannte er den Al-Qari oder den Alim, den Al-Mutasaddiq, den Spender und den Kämpfer. Nannte diese drei. Er sagte, dass man den Qari bringen wird. Man wird ihn vor Allah Ta'ala bringen. Und dann wird er ihm seine Gnade vorlegen, die er ihm erwiesen hat. Und er wird sie akzeptieren. Und dann wird er sagen, was hast du damit getan? Was hast du hiermit angestellt? Dann wird er sagen, ich habe den Koran gelernt und deinetwillen gelernt und gelehrt. Dann wird man zu ihm sagen, Kadabt, du hast gelogen. Er hat nicht gelogen in der Tat selbst. Die Tat ist ja tatsächlich passiert, richtig? Er hat ja gelernt und hat noch gelehrt. Er hat nicht gelogen in der Tat. Er hat gelogen in seiner Absicht. Das heißt, das Wort As-Sidqu wal-Kadhib, man lügt nicht nur mit seiner Zunge. Al-Kadhib, und man ist nicht nur wahrhaftig mit seiner Zunge. Man ist auch mit seinen Absichten, mit seinen Zuständen wahrhaftig oder ein Lügner. Jedenfalls sagt er im Hadith,
فأمر به ثم سحب على وجهه. Danach hat, dann wird befehlt, dass er fortgerissen wird oder fortgenommen wird, fortgebracht wird und er wird in die Hölle gebracht. Dann erwähnt er gleiches Szenario nochmal mit zwei anderen, mit dem Spender und mit dem Al-Muqatil, das gleiche Szenario. Danach spricht er über den Riya. Yani die Frage, die sich stellt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, der Muslim überliefert wird, das ist ein Hadith Qudsi, er sagte, dass Allah ta'ala sagt, أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Ich bin der unabhängigste Scharik, also ich bin der unabhängigste, dem man Partner beigesellt. Also er hat keinen Bedarf an Partnern. Wer eine Handlung ausführt, in der er mir etwas beigesellt, den verlasse ich und seine Handlung. Ist damit zu verstehen, dass jede Handlung, in der der Riya stattgefunden hat, diese auch hinfällig werden lässt oder nicht? Ibn Rajab teilt das ein in mehrere Kategorien. Hier rechts haben wir den bloßen Riya. Was meinen wir mit bloßen Riya? Damit meinen wir, yani, dass der ursprüngliche Bewegungsgrund oder Hauptbewegungsgrund oder der einzigste Bewegungsgrund etwas anderes ist als die Ibadah selbst. Etwas ganz anderes. Diese Tat ist zweifelsohne, yani, Konsens der Ahlul Ilm, hinfällig. Und das ist ja yani, fast, wie Ibn Rajab sagt, es ist fast nicht möglich, dass so etwas bei Handlungen wie dem Gebet und dem Fasten von einem Muslim ausgeht. Ja, in der absolute Riya, dass jemand sich hinstellt, ein Muslim, und ein Gebet praktiziert aus zu 100% anderen Gründen als die Erfüllung seiner Pflicht oder die Annäherung zu Allah Ta'ala. Ganz andere Gründe. Dass sowas beim Gebet und beim Fasten und so weiter passiert, ist kaum möglich. Fast unvorstellbar. Warum eigentlich? Weil er sagt, zur gleichen Zeit, bei anderen Handlungen wie bei der Sadaqa und Ähnlichem, ist das möglich und vorstellbar. Das liegt einfach daran, dass Handlungen wie das Gebet und das Fasten, sie betreffen jeden einzelnen Muslim. Das heißt, durch diese Handlungen hebst du dich nicht anderen hervor. Du bist mit ihnen auf gleicher Höhe. Es gibt keinen Unterschied. Jeder macht das. Das heißt, es ist keine besondere Handlung, mit der du dich irgendwie von anderen abheben kannst. Aber bei Handlungen, die nicht von jedem Einzelnen, sondern nur von wenigen durchgeführt werden, wie zum Beispiel die Sadaqa oder ähnliche Handlungen, dort ist das möglich, weil die, yani die Möglichkeit, sich durch diese Handlungen in den Vordergrund zu stellen, einfach höher sind. Das ist der bloße Riya. Dann kommen wir zu der zweiten Gattung. Die zweite Gattung, jede Form in dieser Gattung hat diesen gemeinsamen Punkt, dass sie grundsätzlich mit der Absicht getan wird, sich Allah Ta'ala damit anzunähern. Also das ist der ursprüngliche Bewegungsgrund. Neben diesem Bewegungsgrund ist aber die Absicht des Riya hinzugekommen. So, was ist mit diesen Handlungen? Diese Handlungen haben verschiedene Abstufungen. Er sagt hier, der erste Fall ist, dass die Absicht des Riya, die Absicht Allah Ta'ala dann anzunähern, von Grund aus, also von Anfang an begleitet hat. Von Anfang an gab es zwei Absichten. Diese Tat ist hinfällig. Diese Tat ist hinfällig.
Und er erwähnt, wenn ich mich nicht irre, auch, dass es hierzu einen, ja, einen Konsens der Ahlul-Ilm gibt, in diesem Fall. Die zweite Form des Riya wäre, in dieser Kategorie, also grundlegend ist die Absicht da, sich mit dieser Handlung Allah Ta'ala anzunähern, und sie wurde auch nicht begleitet am Anfang von anderen Absichten. Während der Tat sind aber andere Intentionen aufgetreten, hinzugekommen. Hier gibt es dann zwei Situationen. Wehrt man sich gegen diese Gedankenflüsse, dann schadet es ihm nichts. Das schadet ihm nicht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, meine Umma wird nicht belangt für die Wasawis, solange sie diese nicht ausspricht oder umsetzt. Und das gehört zu den Wasawis. Die letzte Situation wäre, dass die Grundeinstellung ebenfalls wieder hier für Allah Ta'ala ist, der Riya auftritt, aber, also die Gedanken des Riya, aber man sich auf diese einlässt, ihnen freien Lauf gibt, sich auf sie einlässt. Und in diesem Fall ist das umstritten. Es ist umstritten, wie es mit diesen Handlungen aussieht. Ja. Das in Bezug auf den Riya. Imam Ahmed Rahimahullah und Muhammad ibn Jarir al-Tabari sind der Auffassung, dass die Handlung, also in dem letzten Fall, nicht hinfällig wird dadurch. Hier gibt es aber noch eine andere Situation, und zwar, nachdem die Handlung abgeschlossen ist, die Handlung wurde durchgeführt und die Menschen haben ihn gelobt und er freut sich darüber. Er freut sich hierüber. Gehört das auch zum Riya? Also er hat nicht selbst seine Handlung verbreitet, nachdem er sie ausgeführt hat, und nicht davon erzählt. Aber die Menschen haben davon mitbekommen und ihn gelobt, und er freut sich über ihr Lob. Schadet das dem Ikhlas? Nein? Im Hadith bei Muslim, der von Abu Dharr überliefert wird, da fragte er den Propheten sallallahu alaihi wasallam über diese Handlung. Er sagte, Ar-Rajulu ya'malu al-amala min al-khayr, fa yahmaduhu an-nas. Der Mann, ein Mann, führt Handlungen des Khair aus und er wird anschließend von den Leuten gelobt. Und er sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu bushra al-mu'min. Tilka ajilu bushra al-mu'min. Das ist eine vorzeitige Frohbotschaft für den Mu'min. Jedenfalls, aus diesem Hadith entnehmen wir die Wichtigkeit des Ikhlas. Hier haben wir eine Aussage von Yusuf ibn Hussein al-Razi, der sagte, die anspruchsvollste aller Handlungen ist der Ikhlas. Die anspruchsvollste aller Handlungen ist der Ikhlas. Wie oft bemühe ich mich, den Riya aus dem Herz zu schaffen, und er gedeiht wieder in anderer Form. Deswegen, sagte Yusuf ibn Uyayna. Er sagte, kana min du'ai mutarrif ibn Abdullah, Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilayka minhu thumma udtu fih, wa astaghfiruka mimma ja'altuhu laka ala nafsi thumma lam afi laka bih, wa astaghfiruka مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. Er sagte, oh Allah, ich bitte dich um Vergebung wegen Handlungen, in denen ich vermeintlich die Taube gemacht habe, schließlich aber wieder zurückgekehrt bin, und ich bitte dich um Vergebung wegen Handlungen, in denen ich vermeintlich behauptete, sie wären für dich, wobei aber anschließend diese Absichten vermengt wurden. Abschließend noch zu diesem Thema ein anderer Punkt.
Der Riya, genauso wie er im Handeln stattfinden kann, kann er auch im Unterlassen von Handlungen stattfinden. Also man kann, das, was wir unter dem Riya verstehen, ist, dass man eine Tat praktiziert und damit beabsichtigt, dass man gesehen wird. Der Riya findet aber auch statt im Unterlassen von Handlungen. Du unterlässt eine Ibadah und man begeht damit den Riya. Deswegen sagte Al-Fudayl, rahimahullah, er sagte, Tarkul Ibadah min ajlin nas Riya. وفعلها من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. Handlungen wegen der Menschen zu unterlassen ist Riya, und sie wegen der Menschen zu tun ist Schirk, und der Ikhlas ist, dass du von diesen beiden hier bewahrt wirst. Das heißt, wenn beispielsweise eine Ibadah unterlässt, weil er denkt sich, die werden denken, ich mache das nur, um gesehen zu werden. Er sagt, er unterlässt seine Ibadah. Er sagt, die werden sonst denken, ich mache sie nur wegen ihnen. Damit sie das nicht denken, unterlässt er sie. Das ist Riya. Das ist der Riya. Na, طيب. Wir sind fertig mit diesem Hadith. Ein bisschen länger gedauert. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.